Moin Moin und willkommen zu Wir machen dumme Sachen bei 7 Days to Die. Naja, gut. Tag 63, heute Abend ist Blutmond. Ich bin 3 Kilometer von zu Hause entfernt und wir starten jetzt noch eine Vierer-Quest. Und go! Das ist so, das kann jetzt furchtbar nach hinten losgehen oder auch klappen. Also jetzt hier die Klamotten. An sich wäre es ja ganz geil, weil ich mir dann überall Farben oder so rausziehen könnte. Ich habe mich ja noch nicht hübsch angezogen mit meinen ganzen rosa Farben. Aber egal. Ich muss mich jetzt zwingend beeilen, weil ich würde die Quest gerne abgeschlossen haben vor dem Blutmond. Wenn die Quest nämlich irgendwie noch läuft, während der Blutmond auch noch läuft. Habe ich jetzt hier unten alles? Ich glaube schon, ne? Das wäre äußerst fatal für mich. Ich kann auch nach oben. Hallo. Hallo. Netter Balkon. Aber mein Bein ist noch verstaucht. Das heißt, ich kann ihn nicht mal durchsprinten. Ich muss mich gerade ein bisschen ranhalten. Oh, so. Das Gute ist, es ist nur ein Infested Clear, Stufe 4. Heißt ja unterm Strich, dass wir nur ein Dreiergebäude haben. Oh mein Gott. Nur noch ein Buch zu unserem Gyrokopter. Eieieiei. Oh, das wird ein nettes Bauprojekt. Oh, sind die beiden nicht süß? Oh. Ja, die haben sich ganz doll lieb. Das sind Kollegen fürs Leben. Oder fürs Nichtleben, fürs Untotsein, ja. Echt jetzt? Eine Falle? Echt gesprintet wäre das jetzt nicht passiert. Ich habe keine Vitamine genommen. Nein! Nein! Ich bin infiziert. Ich hab die Vitamine vergessen vor der Aufregung. Wow. Bis der Hund dich umgebracht hat, oder? Oh, ja. Aber auch der sitzt da so friedlich. Kaufen. Ein Grüner. Hinlegen. Warten bleiben. Treppe hoch. In solchen 30 Sekunden darf ich wieder sprinten. Ich hab einen Geier gehört. Ah. Die Pistole, die ich ja gar nicht mehr benutze, weshalb ich sie zu Hause gelassen habe, war gut gegen Geier. Zumindest wenn sie schon unterwegs auf mich waren. Naja.
hier irgendwo rein? Nee. Oh, ich darf wieder sprinten. Ah, oh, sehr schön. Moin. Das ist der Endloot hier oben? Cool. Los, letzter! Letzter! Oh, doch nicht, es werden ja mal mehr. Erfolgreich zum Endloot durchgekämpft. Ach, wenn ich gerade die ganze Munition sehe, die ich schon wieder kriege. Ich konnte mal schon nach der letzten Folge nicht noch mehr Munition verkaufen. Das ist mir ja noch nie passiert. Er hatte keinen Bock mehr auf Munition, weil ich ihm so viel gegeben habe. Das ist so... Wow. Was ein ziemlich eindeutiges Zeichen dafür ist, dass ich eigentlich zu viel Munition bekomme, oder? So, ich brauche noch einen Gegner. Und der Gyrokopf ist freigeschaltet. Geil. Nicht hier. Ach, das ist der Raum, wo ich runtergefallen bin, oder? Ja. Glaube ich. Ja, ich bin da durchs Fenster rein. Ja, ja, das ist es. Okay, das erklärt. Und hier. Ja, dann geben wir das noch ab. Ich will ihn ja doch super entspannt in der Zeit. Ich habe mir das jetzt etwas dramatischer vorgestellt. Beziehungsweise ich muss ja noch fahren. Es kann alles noch ein bisschen knapp werden. Aber ich gehe gerade davon aus, dass wir entspannt beide Quests abgeben können. Wir haben jetzt hier die 4er gemacht und wir haben ja für Jen noch die 5er noch nicht abgegeben. So, ich sollte auch mal Vitamine nehmen. Ich habe da nämlich gerade so einen unschönen Statuseffekt. Oh, es erklärt auch, warum ich das Gefühl habe, dass ich eben gegen Ende viel mehr Schaden bekommen habe. Dieser Statuseffekt senkt, glaube ich, sämtliche Attribute um ein. Ach, gib mir Crafting Skills. Möchtest du nochmal Munition? Nein. Wirklich nicht? Oh, doch. Oh! Nee. Komisch. I thank you, kind sir. Hast du denn eine coole Vierer-Quest? Jetzt haben wir ja anscheinend Zeit. Stop Horror in der Nacht, Judy Bitch. Ich bin kein großer Fan von den Nachtquests. Marketplace? Dort Marketplace klingt gut. Machen wir aber nicht jetzt, natürlich. Bist du schon mal vorbereitet fürs nächste Mal. So, das ist ein Luftabwurf in welcher Distanz? 480 Meter. Ist die falsche Richtung jetzt für uns vom Fahren her? Aber passt schon. Nehmen wir noch mit. Dann mach ich einmal kurz wieder Überblende. Die Kamera schneidet gerade schon wieder komisch aus. Na egal. Ich glaube, ich habe die Standbilder in den Griff gekriegt. Das ist doch schon mal was Positives.
Glaube ich. Ich sehe es natürlich auch nicht immer. Naja. Mehr Crafting Skills? Oh, Honig. Gut. Somit sind wir geheilt. Super. Ich mache einmal die Überblende und wir sehen uns quasi danach. Und da sind wir auch schon. Komm mal von vorne. Also wir liegen doch sehr gut in der Zeit. Das heißt, wir können hier ganz gemütlich noch weitermachen. Vielleicht hat Jenny ja noch ein bisschen Interesse an unserer Munition. Ist ja schlimm, dass sie die hier nicht haben wollen. Zombie-Apokalypse und sie wollen keine Munition mehr. Here's your pay for a job well done. Ein 5er Raketenwerfer. Oh. Okay, das ist witzig. Crafting Skill? Nee, 5er Raketenwerfer, der ist cool. Was ist ein Job? 5, 5, 5, nur 5er. Inventory. Ist immer noch der gleiche Kram, nee. Dann hier, hier, hier. Unfassbar. Thanks for the business. Bitte, bitte. Stay safe out there. Hast du noch eine tolle Quest für mich? Mein Feste Tier ist halt tatsächlich mal spannend. Was habe ich hier als Fünfergebäude? Vanity Tower. Ich glaube, den hatten wir ja jetzt schon. Hybrid Energy, your call. Oh, thank goodness. I couldn't find anyone to do that job. Gut. Aber auch von innen neue Quest mitgenommen. Geht ja auch wieder in die Richtung. Da lohnt sich ja fast schon eine Autobahn hinzubauen. Natürlich nicht, das ist ein bisschen übertrieben, aber grundsätzlich der Gedanke ist jetzt auch nicht so super absurd. Achso, hier, Skill Magazines. Open. Grabbing for fun. Rüstung. Bald fertig. Nochmal Skill Magazines. Wiring. Wrapping. Und das war's. Hier den Kaffee kann ich mal nehmen. Okay, wir haben... Das jetzt in unserem Inventar. Cool. Mal ganz gemütlich wegräumen. Okay. Einmal umziehen. Naja, das tue ich nicht. Ferkel. Und ab geht's. Die Modkiste schon wieder fast voll. Diese Kisten mal aufmachen, die ich jetzt Questbogen mal kriege, aber ich finde eigentlich auch ganz witzig, sie zu sammeln. Weil ich habe jetzt hier schon. Also ich glaube, wir finden meine Essensvorräte mal ausgehen. Ich kann die Dinge auf, einfach aufmachen und hab dann trotzdem wieder ganz gut essen. Dahingehend bin ich doch recht zuversichtlich. Nein, du kommst hier rein. Gut, Gammelwasser. Mir mal einen Eintopf. Ich hab Hunger. Oh. Guck mal, das geht doch schon wieder nicht auf. 42 Minuten Fuel und 49 brauchen wir noch.
Schluss ist er hier fertig. Oh, der gute Kaffee. Nice. So, haben wir... Gut, ich kann jetzt natürlich noch mehr Stahlbolzen machen. Warum auch nicht? Plastik, da ist Plastik. Geld und Bücher packe ich hier vorne in die Händlerkiste. Nein, nicht du. Du. Oh, wir haben die 100.000 bald voll. Oh, cool. So, für den Fall, dass ganz komische Sachen passieren, nehme ich mir auch gleich mal wieder Munition mit, falls wir in unseren Scharfschützenturm ausweichen müssen. Dich nehme ich mit. Das heißt Scharfschützenturm, Scharfschützentunnel. Ja, komm, das reicht. 5, 6, das reicht. Wir sind ja von uns überzeugt, also passt das. Dann zum Reparieren hätte ich gerne Eisenbarren, Betonmische und Elektroparts. Oh, das ist mechanisch. Elektro. Ja, reicht mir grundsätzlich für Reparaturarbeiten. Ich habe Benzin dabei. Cool. Was wir jetzt noch machen könnte? Ich könnte die komische Falle ja noch mal ein bisschen optimierter bauen. Hauptproblem ist ja, dass ich von den Polizisten bespuckt werden kann. Das ist aber etwas, was sich relativ simpel lösen lässt, wie ich meine. Ich muss ja nur dafür sorgen, dass sie um eine Ecke kommen. Dass sie hier so lang gehen. Dann nehme ich den hier weg. Ah, das funktioniert, wird so nicht funktionieren. Sie haben ja von hier aus immer noch den direkten Blick, aber von mir aus ist es natürlich praktischer, wenn ich sie dann erst hier... Außer ich ziehe eine Mauer hoch. Ah! Niemand will eine Mauer bauen, ne? Ich schon. Dann müssen sie um die Ecke kommen. Könnt ihr von mir aus auch von der Seite aus machen? Mir egal, wie rum ihr geht, Hauptsache ihr kommt. Hier auch nicht. Oh, warte mal, da kann ich auch die Treppe verbreitern, dann habe ich da auch wieder weniger Risiko. Oh. Genau, dann hole ich nochmal Holz und Pflastersteine. Dann machen wir das auch noch schick. Witzig. Also, Blutmond wird ziemlich entspannt. Jetzt weiß ich, ihr habt das ja jetzt schon gesehen. Ich werde das jetzt nur nochmal auf Beton aufwerten, da ich mich gerade tatsächlich nicht anderweitig sinnvoll beschäftigen kann. Klingt ein bisschen böse, aber würde ich mal sagen, hole ich euch direkt zum Blutmond wieder dazu oder halt kurz davor und dann... Geht die Party los. Bis gleich. Oder? Jo. So, 21:30 Uhr. Ich war richtig fleißig.
Erstmal, ich habe hier sogar ein bisschen an Deko gedacht. Ich habe da unten mit Beton gemacht, damit es etwas besser aussieht. Ja, auch. Das ist aber auch irgendwie fast alles, das spektakulär ist. Oh nein! Ich habe noch hier hinten einen Holzbock hingepackt, der jetzt natürlich furchtbar schlecht funktioniert hat. Das ist für mich rein theoretisch eine Möglichkeit, Gaia nochmal zu belästigen. Mit Sprint ist es mir theoretisch möglich, darüber zu kommen, also ohne zu springen. Das passt. Ich habe unsere Sachen alle zusammengesammelt und habe den Gyrocopter vorbereitet. Also, ich habe die Gyrocopter-Accessoires und die Gyrocopter-Chassis ist jetzt gerade beides in den Werkbänken unten an Arbeiten. Wir hatten alles da bis aufs Klebeband, das ich musste nochmal Kleber anschmeißen, dafür musste ich nochmal sauberes Wasser holen. Ich habe jetzt vergessen, nochmal sauberes Wasser anzustoßen. Das machen wir aber nach dem Blutmond. Ich mach mal ein bisschen leiser. Wird wahrscheinlich laut werden. Dann fehlt uns nur noch das große Ding hier. Drei Räder haben wir, das haben wir dann. Motor? Ich glaube, haben wir sogar da und eine Batterie sowieso. So, dann lass ich mal kommen. Leute, Fuß? Hast du mir gerade meine Klappe? Okay. Die erste Klappe ist kaputt. Ich habe mir noch Vitamine mitgenommen, die wollte ich eigentlich nochmal nehmen. Um Infektionen zu vermeiden. Ihr wascht eure Hände nämlich viel zu selten. Oh. Ich hätte so ein Nahkampf-Boost-Ding nochmal nehmen sollen. Egal. Dich hier looten? Danke. Ach guck mal, dass nicht angespuckt werden klappt zumindest mal gut. Das Witzige ist, ich mache an den Block dahinter eigentlich den meisten Schaden mache ich selber. Weil der Sperr einfach so lang ist. Ah, herrlich. Habe ich die Aufnahme wieder fortgesetzt? Ja, gut.
Aber die Leiche explodiert nicht mehr, oder? Oh mein Gott. Ein voller Logik her hätte das doch hochgehen können. Ich hab Geier gehört. Komm, ich hab Spaß im Gewehr. Könnt was essen. Gut. Einmal ein Eintopf. Ja, das geht auch mit dem Gewehr deutlich geiler. Hier oben, also ich bin hier nicht so sicher wie in der Tunnel unten, aber grundsätzlich kann ich genauso gut hier mit dem Gewehr arbeiten. Würde auch Spaß machen. Aber der Speer ist einfach noch geiler. Einfach weil ich mehrere treffen kann. Und? Leute, schneller! Ist ja langweilig hier. Loot. Einmal die Klappe aufgemacht. Verdammt. Das hätte auch schief gehen können.
Level up. 2 Level ups in einem Blutmond. Aber auch nur, weil ich es schaffe, so hochfrequente Gegner zu besiegen. Ich wette, das wäre unten in dem Tunnel nicht passiert, weil die Gegner viel zu lange brauchen, um da hinzukommen. Sagen, was das? Nee, ne? Mein Gott. Ich muss die Anzahl der Feinde mal hochstellen. Mit Blutmond. Bin mir nicht sicher, wie gut das klappt, aber. Sack nehme ich. Ich schluck mal meine Vitamine neu. Beide? Ha, beide erwischt. Ah, geil. Da war wieder Vitamine. Und noch mehr Vitamine. Ah. Zack, zack. Alle erwischt, geil.
Na komm! Nächste Runde, los! Na, Leute! Na komm! Guten Tag! Machen wir noch eine halbe Stunde Freilichtblutmond hier. Nächste Runde bitte. Das lief doch gut. Ah, herrlich. Schmerzmittel? Oh, danke. So, was haben wir noch? Einmal, ja, Sledgehammer. Gut. Trinken wir nochmal Kaffee zur Belohnung. Und essen nochmal einen Eintopf mit dran. Ah. Wie entspannt. Naja, entspannt war das nicht. Also, aber ich bin froh, dass es nicht so super entspannt war. Ein bisschen Action war jetzt dabei. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch so mit angekommen ist, weil ich stand nicht recht viel auf der Stelle, hab einfach geschlagen. Aber ich für meinen Teil habe daran deutlich mehr Spaß als an dem komischen anderen Ding da. Diese beiden Blöcke, sind das die einzigen, die wirklich erwähnenswert Schaden bekommen haben? Komm, eine von den Treppenstufen, die erwähnenswert hatte. Der Rest ist Kleinkram. Ja gut, der erste Demolisher hat uns direkt hier das Ding kaputtgeschlagen. Ah, hier oben, guck mal. Ah, ist wahrscheinlich das, wo die Geier waren, ne? Ja. Okay. Das hätte gefährlich werden können. Dann mache ich den mal hier mit dran. Ja, das Ding werde ich dann nochmal auf Zement aufwerten, aber das ist ja jetzt egal. Der Blutbund ist gut geschafft. Wie die letzten eigentlich auch. Ich denke mal aufgeräumt. Ja, ist aufgeräumt. Cool. Nö, dann werte ich die Dinger dann nochmal kurz ein bisschen auf und würde mal sagen, ich mache mit meiner Aufnahmesession einmal Feierabend.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vermutlich zu der Quest. Weil wir sind ja mit dem. Ich bin mit dem baulichen Zustand zufrieden. Und so kann das eigentlich bleiben. Das heißt, wir brauchen jetzt gar nicht mehr so viel Zeit zu Hause verbringen. Oh Gott, das wird ein schreckliches Zeit zu Hause zu verbringen. Ihr wisst, wie ich es meine, hoffe ich mal. Gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.